1500 mal. Dann mach mal 1500 mal Felder bewirten. Du kannst dich ja gleich mal zum Bauer, Bauernhof, zu Fuzzi Bauer da bewerben. Die sehen so dein Resümee in Minecraft und denken sich, juch, direkt mal befördern. Ich bin ein Witch. Wow, was, wann spawnen sie auf Witches? Das ist echt brutal. Die spawnen echt an jeder Ecke. Ja, sehr heftig. Aber ohne Spaß, Christian. Hm. Wir müssen irgendwann mal schauen, dass wir nochmal ein Modpack zusammen aufnehmen. Wenn ich Zeit habe, ja. Ich meine, hochladen ist ja jetzt kein Thema mehr. So, ja, vielleicht treffen wir uns gleich in der Mitte, weil ich glaube, ich bin hier ziemlich groß und hier. Habe ich schon mal gesagt, dass ich meine Eltern liebe. Oh. Ich habe sie gerade gehört. Ja. Weiß ich, ich sag so, ab 10 Uhr bin ich aufnehmen. Und ich kriege jetzt so drei Game of Thrones Bücher und dann Sachen noch an die Decke geklatscht, was ich noch für morgen alles brauche. Ich komme nie wieder nach oben. Jetzt habe ich schon wieder meinen anderen Weg nach oben verloren. Oh, leck. Ja, oder? So. Ey, ohne Spaß, wenn du Tab drückst, dann siehst du echt mal die richtigen Profis, ne? Ja, ist so. Alter, Platz 1, der ist der King. Der, also, das ist die Liste, wer als erstes schon alles gestorben ist, die Zahlen? Ja, ja, genau. Also, wie oft jeder schon gestorben ist. Oh Gott. Der Danny, der hat's drauf. 14 Mal. Ich habe mich immer gewundert, was das ist. Ich hätte gedacht, das wären erstmal Level oder so. Nee, es wäre cool, wenn Level angezeigt werden. Christian? Kann ich auch noch machen. Ach nee, es ist wurscht, das ist nur so lustig, aber wozu brauchst du das? Ja. Hallo, voll wichtig. Nee, das ist cool. Voll wichtig, ich meine, da kannst du sehen, wen du töten kannst und wen nicht, bei wem es sich nicht lohnt. Ja, kriegt man die Level, wenn man jemanden umbringt mit 100 Level, kriegt man dann ein paar von seinem... Nee, ne? Oder nein. Doch? Nein. Das ist dann unnötig. Was ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich finde die, sag mal schnell, die Belohnung, die du von Wizard bekommst, auch ein bisschen schwach. Ich meine, Nether sei schön und gut, aber 50 Erfahrungspunkte. Ja, das ist nichts, ey. Und beim Enderdragon ist ja auch so, nur der allererste Kill gibt dir, keine Ahnung, diese 2000 da. Beim nächsten kriegst du auch nur noch so ein Stückchen, ein bisschen. Das ist, ja. Keine Ahnung, drei Level da nur. Okay. Alter, Huhn, okay. Wer abhaut, stirbt. Oberfläche. Und es ist wieder Nacht. Toll, ich gehe, glaube ich, wieder runter. Warum liegt hier einfach ein Crushing Table? Ist ja cool, wenn man im Hintergrund irgendwie endlich mal Musik hören würde, aber gescheiter oder so, also schöner oder so. Hallo, die Minecraft-Mucke ist doch voll geil. voll. Ich meine, ich habe jetzt auch noch hier meine Let's Play-Playlist laufen noch. Weil ich was anderes hören würde, würde ich entweder gleich einen Content-Zweig bekommen oder einen Herzkollaps. Du musst einfach herausfinden, welche Videospiele der Soundtrack dazu gestrikt wird und welche nicht. Weil ich höre eigentlich immer im Hintergrund nur irgendwelche Soundtracks. Ja, war ich auch schon mal am Überlegen. Oh, Oberfläche, Alter. Zu viel Kohle. So. Also kurz für meine Zuschauer halt hier so ein bisschen der Plan. Ich wollte halt hier diesen ganzen Berg einmal ausfüllen. Werde ich aber größtenteils wahrscheinlich an einem Stream machen. Oder ich schätze mal auch aufs hier zocken, ist auch kein Thema, oder? Gott, du kannst zocken, wie du willst. Gott. Also kannst auch aufladen. Ja gut. Dann schauen wir mal halt, wie wir das hier machen. Und dann machen wir hier eine schöne chinesische Pagode raus. Nana ist wieder mal gestorben.
schon das siebte Mal. Und da drüben dachte ich dann halt, oh. Da dachte ich, dass wir hier diesen Enderman einmal angucken. Perfekt. Ich darf jetzt nicht sterben. Aber es geht gut aus. Sehr schön an der Endeperle. Und halt da drüben dachte ich so, dass wir irgendwie so ein 60x60, vielleicht noch größer, mal ein so großes Lagerhaus reinbauen. Ich weiß noch nicht, was ich alles reinbauen möchte, aber es wird viel gebaut. In meinem Haus ist Kohle. Sowas mag ich. Ich glaube, nach der Folge mache ich nochmal ganz kurz einen Cut und mache dann mal was zum Morgen fertig. Ich fahre morgen nochmal kurz in den Urlaub nach Lörrach. Kurz mal in den Urlaub, ja. Mach ich auch jedes Wochenende. Ja gut. Das sind halt 25 Euro hin, 25 Euro zurück. Das geht klar. Wie fährst du? Mit Flixbus halt nach Lörrach. Ah. Also wer Lörrach nicht kennt, unten die Ecke bei Basel, in der so Grenze Schweiz-Frankreich. Haust einmal so schön dann bei den drei Ländern in die Mitte, wenn dann alte, bist du da. Natürlich. Noch so eine kleine Frage an euch. Will jeder sein eigenes Verzauberungsblabla machen oder wollen wir irgendwie so eine Art irgendwas errichten, wo wir uns alle dann auch so wisst, was ich meine? Also eins ist ja schon versteckt, so ein Verzauberungsoasen-Dings in dem Wald. Aber das ist, ich glaube, ungefähr 1000 Blöcke weit weg oder 500, irgendwas dazwischen. Und jeder ist, glaube ich, in die genau andere Richtung gelaufen, wie ich jetzt gesehen habe. Auf gut Deutsch, jeder macht sich seinen eigenen? Ja, ja. Glaube ich schon. Okay. Hermann, gleich voll Iron. Ah, schade. Ich habe noch nicht mal eine Iron Pickaxe. Ich auch nicht, ich baue. Ich habe schon Stack Eisen. Ich meine, eine Iron Pickaxe könnte ich mir machen, aber. Naja. Ich bin halt überlegen. Der Tusch, wie ist denn das eigentlich? Tust du dann trotzdem noch so weiter suchen, dass noch mehr Leute da trotzdem noch mitmachen? Ich lasse einfach den Trailer jetzt so laufen, weil es melden sich trotzdem noch fast jeden Tag eine Person und ein 14-Jähriger, der unbedingt rein will und mich auf 10.000 Plattformen angeschrieben hat. Oh, cool. Ich glaube, den sollten wir reinhauen. Der ist so penetrant gewesen, weil er auch meinte, Qualität hat nichts, also ich habe ihn halb abgelehnt und habe gemeint, ja, mit 480p und 20 Frames finde ich, dass die Qualität ein bisschen zu schlecht ist. Also, nett gesagt. Ja, ja. Und hat er einfach nur so rumgemeint, ja, Qualität hat nichts damit zu tun und alles, bla bla. Und dann dachte ich mir so, das ist mein Projekt und wenn du so kommst, nein. Wobei, du musst dir überlegen, man braucht immer so ein paar Leute, die man ein bisschen im Spiel schikanieren kann oder so. Ja, okay, wir haben den Danny, der hat schon 16 Steps. Ja, Frage ist halt, wie lange er noch weitermacht, weißt du? Du brauchst Leute, die bleiben standhaft, die müssen standhaft bleiben. Wenn Danny weg ist, dann hole ich mir den nächsten. Okay, einverstanden. Und wenn er es morgen anguckt, ja okay, dann lade ich das bitte hoch, keine Ahnung. Ist voll beleidigt und geht erst recht weg. Oh, das ist auf jeden Fall. Okay, ich hab Bock auf Spruce. Ja, ich werde auch nochmal losgehen müssen, um alle Baumarten zu kriegen. Ja, alles klar. Was ich halt so geil finden würde, wäre jetzt hier so eine Art Postsystem. Das ist nur sowas, was in Minecraft fehlt. Wie willst du das machen? Halt keine Ahnung, irgendwie Briefkasten, Post rein. Ja, stimmt, einfach Bücher als Briefe verwenden, kannst einfach reinschreiben. Und Postkasten ist auch in der Chest. Ja. Mit einem Hopper wird es einfach in ein Haus reingetan. Das wäre eigentlich echt mal vor die Tasche gehen, ja. Wow. Was ist? Oh, ist auch eine Höhle. Er hat endlich Getting ein Upgrade bekommen. Das ist mit Stein, ne? Ja. Wow. Das war doch schon Skill, ne? Ach, Danny, ja, okay. Stimmt, da stirbt die nur. Der hat viel zu tun. Er muss sich ja seinen Zeitplan halten, ne? Ist so, 16 Devs in der Zeit, Respekt. Und der hat jetzt schon Stein erreicht. Eigentlich müsste es eigentlich schon so eine, so Achievements oder wie auch immer die Dinger jetzt heißen, für die meisten Tote. Ja, das wäre lustig. Das wäre echt lustig. Oder irgendwie so eine Art, keine Ahnung, sobald du zu oft gestorben bist, kriegst du irgendwie einen neuen Skin oder.
so ein Hut, so ein, wo Fool draufsteht oder so, wie bei GTA. Ja, oder Dampf, so ein bisschen Dreieck. Ja, das wäre schon geil. Alter. Auf welcher Höhe baut ihr schon mal so runter zum Main? 12 meistens. Oh. Also für Dias mache ich das nur. Ja. Probieren wir doch mal dieses Mal 12. Also sonst gehe ich eigentlich immer runter auf 11, aber ich glaube, so viel Unterschied macht das jetzt auch nicht. Boah, ich bin immer noch so scheiße am Dämpfen gerade, ne? Ich brauche eine Klimaanlage echt in meinem Zimmer. Ja. Ich war halt am Schauen. Und noch einer mit Stone Age. Respekt. Wer das jetzt? Ah, na. Ja gut, die ist auch schon der Paul. Der ist Platz 2 in den Devs. Also, der ist nicht mal ganz dicht hinter dran, aber trotzdem Platz 2. Ja. Ich flippe meinen 0 Toten. Aus Granit oder sowas kann man keine Treppen machen, ne? Aus was? Granit oder... Achso, Granit, nee, das machen die irgendwie nicht. Wie dumm, ne? Stimmt, wie macht man eigentlich nochmal diese Mosaik-Dinger? Oh, das ist... Du brauchst Sand und Kies? Nee, fuck, das ist das andere. Du brauchst... Clay, hardened Clay? Und das musst du, glaube ich, nochmal brennen, oder? Von was spricht er gerade genau? Von die Terrakotta-Blöcke. Oh Gott. Keine Ahnung. Ich bin überfragt. Nee, weil es gibt ja Beton quasi als Block. Ja. Und das ist Sand und Kies zusammen, so eine 50-50. Du brauchst 4 von beidem und dann noch eine Farbe hinzufügen. Dann hast du diesen farbigen Sand. Wenn du das ins Wasser tust, dann wird es zu dem harten Beton. Und wenn du aber jetzt harten Clay hast, das was im Mesa eh mehr als genug ist, das dann nochmal brennst, glaube ich. Dann kriegst du ein Muster rein und das sind dann diese Terrakotta-Blöcke. Alter, das ist auf jeden Fall sauaufwendig, wie das schon. Es gibt, keine Ahnung, die haben da übel viele Blöcke reingehauen. Hauptsache, bevor die diese Block-ID-Begrenzung aufheben konnten. Das heißt, lass nochmal die letzten IDs alle verschwenden. Ja, gut. Das ist leider wirklich so. Und stattdessen und dann noch ein Papagei hinzufügen oder so. Also irgendwas, was man nicht braucht, aber es ist einfach sick. Es ist Hauptsache drin, ein Papagei, der Creeper nachmachen kann. Wow. Aber und außer dass er dir jetzt hinterherfliegen kann und dass du ihn auf deiner Schulter hast? Die haben keinen Sinn. Die dienen nur als Alarmanlage, weil die einfach die Mobs außenrum nachmachen. Es wäre eigentlich eher cooler, wenn sie die irgendwie verscheuchen würden oder so, weißt du? Machen irgendwie Krach oder irgendwie ein Zeus. Wenn TNT explodiert, wäre es so wie im Dschungelbuch, also die ganzen Vögel fliegen aus den Bäumen raus und fliegen weg. Immer was, ja. Das wäre cool gemacht. Was ich einfach so genial finde, dass hier die Peter sich ja noch gemeldet hatte. Ihr sollt das umändern, dass sie keine Kekse zum Füttern kriegen. Sonst machen das die Kinder nochmal nach. Wo ich dann aber so ein bisschen sagen muss, wärst du blöd und füttert dann noch seinen Papagei mit Keksen. Ja, ist echt so. Aber gut, ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar Spezialisten. Ja, es gibt immer Freaks. Oh, mein erstes Eisen. Ich hab noch einen halben Stack übrig. Also mein erstes Eisenerz. Oh. Ja, trotzdem. Immerhin. Ja, ich bin Full Iron. Ich nehm's jetzt mit jedem auf. Stimmt, ich bin wahrscheinlich der Erste, der Full Iron ist. Komm. Nee, ich hab's schon längst. Ah. Wollen wir Team spielen? Ja, jetzt auf einmal, na. Jetzt hast du Angst, dass ich jetzt vorbeikomme, oder was? Ja klar, bevor du dich aufrüsten kannst, macht er lieber Freundschaft, ne? Ja, ist so. Ja, und dann am Ende fällt er mir dann dreist in den Rücken. Schubst mich in die Lava. So, ich brauch Fackeln. Boah. Handeln, ey. Apropos, hat jemand schon Schafe gesehen? Schaf? Ja. Oh Mann, ich bin der Einzige, der noch keine gesehen hat. Du hast doch kein Bett? Oh mein Gott, wir müssen dich killen. Stimmt, ich lande dann immer wieder oben. Aber mein Zuhause ist eh oben. Also in der Nähe vom oben. Ja, ich darf momentan noch nicht sterben. Ich sollte vielleicht auch erst mal schauen, dass ich ein Bett kriege. Das hätte ich jetzt vielleicht. Stimmt, du bist ja 10.000 Milliarden Kilometer weit weg. Ja, das hätte ich vielleicht jetzt nicht laut sagen sollen.
Oder war man toll, bis ich bei dir bin. Stimmt auch wieder. Ich finde dich, und wenn ich dich gefunden habe, bin ich verhungert. Ja, das wird wahrscheinlich eher passieren. Not today, thank you. Oh. Mit allem Herzen. Ah, mit Schild, ne? Okay. Und der nicht stirbt wieder. Also ich habe hier Schweine, Hühner, Kühe. Well done, mein Sohn. Noch mehr Hühner? Kommt schon, eine Wolle brauche ich. Fuck, was soll ich jetzt machen? Sterben. Nein, das will ich nicht. Doch. Magische Miesmuschel, was soll ich nun machen? Ja, nichts. Du bist eine coole App. Die beste App. Ja, Mann. Okay. Direkt neben meinem NPC-Dorf ist ein Riss. Und ich bin mal gerade wagemutig rübergeschwungen, denk mir nichts Böses. Und dann fällt so an. Mist. So. Hat einer von euch schon Diamanten? Also jetzt vergefunden und nicht in einer Chest in einem. Hä? Wenn wir jetzt wieder anders ausdrücken, sag ich ja. Dann ist cool. Ich mach mir gerade meine eigene Mine. Aber das ist eigentlich ziemlich blöd, weil dann am Ende. Dass er sich hat, die sind dann ja wieder so Kilometer lang und dann findet die irgendeiner mal und dann geht's los, ey. Ab gleich direkt in dein Haus oder sonst wo. Ey, cool, ich habe sogar Pferde. Ich will auf Lamas reiten, weil ich cool bin. Ey, was bringt das eigentlich? Haben die irgendeinen Effekt? Lamas können Gegner anspucken. Ernsthaft? Ja. Ja. Gut, ich habe jetzt die Worte zusammen. Das ist voll nice, ich habe die wichtigen Tiere um mich herum. Jetzt muss ich die nur noch oben auf den Berg kriegen. Habe ich keine Brote mehr? Ach, da. Habt ihr nicht Angst, dass irgendjemand vorbeikommt und trotzdem bei euch alles abzieht? Ich bin ehrlich, bis mich hier einer findet, ist er dreimal verhungert. Ja, okay. Aber bei mir ist halt echt riskant, ich bin echt in der Nähe. Ja, eben. Aber egal, ich mach jetzt YOLO. Ich bin hier eh der Gastgeber. Wenn mich jemand fickt, bitte gebannt. Ja, aber du weißt ja nicht, wer dich beklaut hat. Doch. Dann, ich werde ihn finden. Und bannen. Das reicht, wenn man einmal richtig drauf gemacht hat, ne? Hm? Einmal richtig drauf, das Bett hat gereicht, ne? Ach so, ja, einfach nur kurz. Oder nee, ich glaube, bei Nacht musst du wenigstens drin liegen. Ja, okay. Ja. Dann bin ich jetzt ist auf. Ist ja eh gleich Nacht. Ja, dann bull ich mich noch runter. Könnt ihr noch Bescheid sagen, dass es dann Nacht ist? Das ist gerade Sonnenuntergang. Ja, gut. Sagt mir da einfach Bescheid, ich ramme mich noch weiter runter. Alter, ich bin gerade bei minus 58. Oh, der Erste, der einen halben Baum stehen gelassen hat. Perfekt. Manche mögen es heiß. Ach, ein Lava-Eimer. Was ist das Hotstar? Ein Lava-Eimer. Oh, der hat schon Lama. Ein Lava-Eimer. Im Sattel kann man sich nicht craften, ne? Doch. Nein. Doch, nein. Kann sie aber angeln. Stimmt, man kann ja Schrott angeln. Hey, das ist ja voll cool. Schlafen? Ja. Sweet dreams. Er hat kein Bett, tötet ihn. Nee. Sweet Dreams, du hast es bekommen anscheinend. Ja. Wieder eine hier. Ich weiß, wo der Nana ist. Ich kann ihn killen. Das reicht, wenn die Hälfte schläft? Ist das jetzt offiziell drin, oder? Was ist das? Wenn du die Hälfte schläft, reicht das, oder? Ja, nee, du hast dein Achievement bekommen, also du hast jetzt ein neues Ding. Nee, ich dachte jetzt, um die Nacht zu wechseln, deswegen. Achso. Hat mich sogar gefunden. Hauptsache, es sind überall Lamas, aber keine Schafe. Aber so Tusch, wenn du willst, können wir da irgendwann mal was machen, so wegen Wolle mal, ne? Mhm. Wenn du den Weg bis zu mir überhaupt machen willst. Like ist drin, AMG Gaming, AMG Gaming. Alle, die kein Bett haben, mal lieben. Ganz bestimmt. Oho.
Er stellt hier Ansprüche mit 17 Devs. Ja, hallo, der will auch seinen Spawnpunkt haben, wenn er weiter sterben will. Stimmt. Christian? Was? Die Höhle habe ich schon mal gefunden unter meinem Haus. Banana left the game, oh mein Gott, mehr da. Warte mal, wer hat damals geschrieben, dass die Nacht ist ein Teil des Spiels? Ich. Also du warst nicht der Einzige. Ja, ich finde auch, Nacht soll schon drin bleiben. Eben. Ich meine, das haben die Entwickler so gewollt, warum soll man es rausnehmen? Baby-Zombie! Ich glaube, wenn wir so weitermachen, sind sie echt gleich weg. Ja, oh mein Gott. Das sind noch keine Pussys. Hallo? Oder sind's? Oder doch? Wer weiß, keine Ahnung. Ich vergesse das immer. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu öffnen. Doch, wow. Trump. Was war die geile Idee? Ich glaube, ich baue nur einen Bauer um mich herum. So, okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da. Nachbären. Die Nachbarn, oh mein Gott. Also. Jesus Maria. Das wird ein lustiges Projekt. Also, ich glaube, wir nehmen einfach dann diese Vierer-Konstellation noch sofort auf, oder? Ja, aber mal gucken, ein paar andere waren auch ganz chillig. Okay. Also, ich Beispiel, ja, die Bu wollte auch noch eine Freundin mitbringen, dass sie so ein weibliches Team machen und dann wollten die halt Tumult hier drin machen. Was sie kann halt heute leider nicht. Ja, okay. Und mit denen wollte ich auch ein bisschen Tumult machen. Das hat sich lustig angehört. Aha, Tumult heißt das also heutzutage Knickknack. Da habe ich auch gerade gedacht, ne? Das hat sich aber so genauso angehört, ne? Ja. Ja, wir haben so ein paar weibliche Mitspieler, die wollen Tumult machen. Boah, das erinnert mich heute an die Arbeit. Ich hatte heute so ein. Also. Man muss dazu sagen, ich arbeite momentan bei einem Poco als Aushilfe, ne? Mhm. Ja, sollte dann einmal so nach vorne im Verkauf gehen, bin halt eher so im Lagerbereich zuständig. Kommt eine ältere Frau nach vorne. Ja, können Sie mir einen Gefallen tun und vielleicht da die Ware da oben da. Das da, können Sie mir das geben? Ich guck Jan, ich kann Ihnen gerne oben einen runterholen. Die hinter mir fangen die an sich zu beömmeln. Ich denke, was haben die denn jetzt? Sag mal, weißt du eigentlich, was du gerade zu dir gesagt hast? Was denn? Ich hab da nur gesagt, dass ich einen runterhole. Oh, und bis ich das erstmal realisiert habe, was ich da überhaupt gesagt habe, ne? Wie im Kindergarten. Hehe, runterholen. Hehe, Penis. Ich würde mal sagen, weil Fakt, oder? Ja, gut denn. Oh, habt ihr eigentlich alle Dingens drauf? Gott. Shader? Ja, das auch, aber wie heißt nochmal diese eine Modifikation, die alles. Optifine? So... Ja, schon. Ich hab einen Shader mit Optifine drin. Wie heißt der? Ich hab den Zeus Shader einfach. Der hat schon automatisch Dingens drin? Was? Optifine? Ja. Was? Nein, ich hab's beides einfach separat so installiert. Hast du dann auch noch. Hast du den Ultra? Ich hab wieder den Ultra drin, ja. Ja, okay. Gut, ich mache mal bei mir mal gerade wieder einen Cut und gehen wir dann auch gleichzeitig mal was zu trinken nehmen, holen und so weiter und erledigen noch ein bisschen Stuff, ne? Ja, viel Spaß. Jo, bis gleich.